Im Ranking der Zweitplatzierten liegt Island 1:0 in Ungarn, voran die Schweiz 0:4 in Belgien, wie 4 weitere Gruppenzweite fix hinter Österreich. Italien 0:0 gegen Dänemark kann im abschließenden Nachtragsspiel im Februar gegen Israel mit einem nicht völlig unrealistischen Sieg von 6 Toren Unterschied ebenso wie Finnland 1:0 in Schottland bzw. Portugal, deren direktes Duell noch aussteht, an Österreich vorbeiziehen. In diesem Fall würde im April das Playoff warten, schon vor dem Anpfiff wussten die Österreicherinnen, dass ein Sieg mit 3 Toren Unterschied nötig wäre, um Island noch zu überholen. Ein solcher blieb aber klar außer Reichweite. Teamchefin Irene Fuhrmann bot dieselbe Startelf wie jüngst gegen Frankreich 0:3 auf, die trotzdem den offensiven Plan umsetzen sollten. Nur ging dieser überhaupt nicht auf. Die Österreicherinnen wirkten nervös und gehemmt, die Organisation stimmte nicht, die Pässe kamen unpräzise, Serbien spielte hingegen befreit auf, allen voran Allegra Poljak. Die ÖFB-Abwehr bekam die Teneriffa-Legionärin nie unter Kontrolle, das Resultat, ein Stangenschuss, 4. und 2 Glanztaten von Manuela Zinsberger, 35. 37. Österreichs Torhüterin rettete auch gegen Dina Blagojevic, 24. Erschreckend wenig bis gar nichts lief bei den ÖFB-Frauen zusammen, sie wurden nur ein einziges Mal durch Laura Wienreuther gefährlich, 15. Fuhrmann stellte um, brachte mit Laura Feiersinger und Lisa Mackers frische Offensivkräfte und löste sukzessive die Abwehr auf. Das hatte zwar mehr Ballbesitz für Österreich zur Folge, große Torchancen aber ließen weiter auf sich warten. Es war schließlich ein Fehler der SerbInnen, der den erlösenden Treffer zum 1:0 einleitete. Sarah Zadrasel fing einen schlechten Pass ab, legte auf für Nicole Biller und die Hoffenheim-Stürmerin schoss ein. 79. Österreich, Zinsberger, Kirchberger, Wenninger, Puntigam, Wienreuther, Eder, 46. Naschenwang, Zadrasel, Aschauer, Dunst, 76. Makas, Biller, 87. Pinder, Enzinger, 46. Feiersinger. Thank you.